35 Euro zum ersten. Dann habe ich den Zeitungsanwalt das verschrieben. Ich weiß nicht, was welches Stück das ist, weißt du? Mein Name ist Anja Stritzinger, ich bin die Vorsitzende vom Klingenberger Weinbauverein und ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen hier in Klingenberg zu unseren zweiten Klingenberger Weinkulturtage 2015. Wir freuen uns, dass Sie aus nah und fern zu uns gekommen sind und hier Klingenberg kennenlernen wollen, unsere tollen Weine probieren und alles kennenlernen, was Klingenberg rund um Wein, Weinbau, Gastronomie und auch Handwerk und Gewerbe zu bieten hat. Vielen Dank für Ihren Besuch und viel Spaß in unserer Rotweinstadt. Wir sind die Ateliergemeinschaft Dreieck in Klingenberg. Wir gehören dem Kunstraum Miltenberg an, die hier alle 5 Ateliers belegen. Und wir freuen uns, dass wir hier mitarbeiten dürfen und haben diese Aktion, ein Stuhl für die Gastin, aufgerufen und sind total begeistert, dass eine Begeisterung auch in der Bevölkerung rüberkommt, dass wir hier so viele Leute haben, die mitmachen. Und diese Aktion hoffen wir, dass die dann vielleicht nochmal stattfinden kann. Die Stühle, die hier bemalt werden, die bleiben in den Ateliers, kommen zu den Öffnungszeiten auf die Straße, um die Straße etwas zu beleben und schöner zu machen und uns auch zu finden. So, es macht einen Riesenspaß. So. Hallo, ich als Klingenberger Weinprinzessin Alexandra begrüße recht herzlich hier in Klingenberg zu unseren Weinkulturtagen. Ja, ich bin der Nils Kölbe, komme aus Würzburg, bin Weinbautechniker, Natur- und Landschaftspfleger. Und die Familie Stritzinger hat mich gebeten, heuer bei den Weinkulturtagen hier in der Schlucht die Führung zu übernehmen, weil ich selber Geologie sehr interessiert bin und die Schlucht am Herzen gewachsen ist. Nicht nur wegen der Feuersalamander, sondern auch wegen den seltenen Farnarten, die es hier gibt. Und da es ja nur einen Farn gibt, den es nur hier gibt, ist es besonders mir ans Herz gewachsen. So. Ich wünsche noch viel Spaß beim Besichtigen der Schlucht. Die ist ja jederzeit begehbar. Im Winter sollte man es vielleicht gehen lassen, wenn Eis und Schnee ist, aber sonst ist sie wirklich zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis. Schluss dieser Weinkulturtage prosten wir uns nochmal zu und wir freuen uns schon auf das Jahr 2016, wo wir uns dann alle wieder treffen zu den Klingenberger Weinkulturtagen. Prost zusammen! Zum Wohl! Zum Wohl.